dem Vollbild mal raus. Okay. Hi. Wir sind Sandra, Isabel. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute auch in der Seabase vorstellen dürfen. Ich bin auch Mitglied des Seabase und von Digiges, so als Offenlegung gleich am Anfang. Genau, heute geht es bei uns um Open Source Hardware im Gesundheits- und Pflegebereich, das Projekt Carables, an dem wir beide jetzt seit einem Jahr arbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir das auch mal unseren Leuten erzählen können. Das Ganze ist ein EU-Innovationsprojekt. EU-Projekte an sich sind meistens so aufgebaut, dass es sehr, sehr viele Partner aus unterschiedlichen Ländern gibt, damit man miteinander anfängt zu arbeiten, ins Gespräch kommt und eben auch neben der eigentlichen Projektarbeit sehr viel so, ja, Verständigungsarbeit leistet. Wir sind da in einem Projekt mit 8 anderen Partnern aus Amsterdam, die Waag Society, die sicher einige von euch kennen, ein großer Makerspace und Stiftung. Open Dot ist ein Makerspace in Italien, in Mailand. Talk ist eine Stiftung für Kinder mit bestimmten neurologischen Erkrankungen, die sich selber einen Makerspace eingebaut haben und dann angefangen haben, mit Open Dot zusammenzuarbeiten. Dann gibt es verschiedene andere Partner wie Vivolver, eine Open Hardware Plattform und eben auch FabLab Berlin und GIG. GIG ist das Global Innovation Gathering. Da bin ich dabei. Das sind 180 Leute aus der ganzen Welt, die Social Innovation in ihren Städten, in ihren Ländern betreiben, die Makerspaces haben, die Innovation Hubs haben, die Hackerspaces betreiben oder die selber Maker oder Hacker sind. Joe, die sich gerade auch kurz zu Wort gemeldet hat, hat schon ein Beispiel für eines der Projekte von GIG geliefert, zusammen mit Leuten vor Ort das Africa Open Science Hardware Summit zu organisieren, und sie unterstützt dann zum Beispiel Partnerschaften in Europa aufzutun für dieses Projekt. Das ist so ein Beispiel für die vielen Projekte, die wir so gemeinsam durchführen. Ansonsten ist vor allen Dingen eine Mailingliste, wo ganz viele verschiedene Informationen zu tausenden unterschiedlichen Themen durchlaufen, damit ja die Leute alle im Austausch miteinander bleiben. Dann Isa? Genau, und ich bin hier heute für das FabLab Berlin und aber auch für die Organisation BeAble. Wow, zwei Mikros. Und als Teil sozusagen von beiden bin ich zuständig für Co-Creation-Prozesse, also im Non-Profit-Bereich. Mit BeAble sind wir ein Kollektiv von verschiedenen kreativen Köpfen, meistens aus Designbereichen, die sich mit Social Design beschäftigen, also Designprojekte für den sozialen Wandel anstoßen. Und da machen wir seit einigen Jahren ganz viel Kooperation mit dem FabLab Berlin, wo es meistens darum geht, für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen ganz nutzerzentriert Produkte zu entwickeln. Und so kamen wir auch zu diesem Carables-Konsortium. Wir entwickeln diese Produkte in diesem nutzerzentrierten Prozess, weil es ganz oft so ist, dass es Hürden in unseren Alltag gibt oder gerade für Menschen mit Beeinträchtigungen, für die es noch keine Lösung gibt, weil es sehr individualisierte Lösungen dafür braucht. Mein Kumpel Raul Krauthausen erzählt immer, dass ganz viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, auf was für Obstacles er so in seinem Alltag kommt. Und selbst ich durfte heute auch wieder sowas erleben, als ich mit einem anderen Freund Uwe zu einer Präsentation gegangen bin in einer öffentlichen Kunsthochschule, wo wir im ersten Stock hochkommen mussten und es erstmal so schien, als gäbe es da wirklich nur eine Treppe. Und da kommt man dann einfach nicht drüber. Also es gibt echt viele Sachen, wo man sich gar nicht weismacht, die einen irgendwie davon abhalten, ein ganz stinknormales Leben zu leben. Und dafür müssen Lösungen entwickelt werden. Und es gibt dafür oft auch Lösungen. Aber wenn die in diesem Medizinproduktbereich existieren, dann sind die wahnsinnig oft schweineteuer. Das hier sind zum Beispiel zwei Vorlesegeräte für Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, und die kosten einfach 4.000 Euro. Genau, das kann sich nicht jeder leisten und es wird auch nicht immer von der Kasse gedeckt. Außerdem aus vielen Gesprächen und Designprozessen mit Nutzern haben wir erfahren, dass es für die auch oft total stigmatisierend ist,
solche Hilfsmittel zu nutzen, weil die einfach so aussehen, als wären die Krankenhaus. Und man will ja eigentlich normal sein und auch cool sein und so. Und deshalb brauchen wir Produkte, die zu den Menschen passen, die sie benutzen und die nicht schreien, ich bin behindert. Deshalb brauchen wir Carables. Und dafür ist dieses Projekt entstanden, wo es uns jetzt darum geht, einerseits eine Plattform aufzubauen, in dem Produkte zu finden sind, die aus diesen Co-Creation-Prozessen entstehen, die wieder, also die nachbaubar sind, die auch anpassbar sind und die halt sehr gut dokumentiert und offen für jeden zur Verfügung stehen. Und wir bauen nicht nur diese Plattform, sondern wir setzen uns auch mit diesen Prozessen auseinander. Und wir haben euch jetzt ein paar Carables mitgebracht als Beispiele und möchten euch ein Projekt zeigen. Genau. Ah, und noch mal stating the obvious, das ist natürlich auch politisch, weil wir sind ja hier beim netzpolitischen Abend, weil einerseits der Zugang zu allen möglichen Hilfsmitteln, also ob das jetzt Internet für Zugang zu Informationen oder eben Zugang zu einem Hilfsmittel, das mir einen ganz normalen Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, einfach extrem wichtig, essentiell und einfach gar nicht zu besprechen ist, dass das einfach notwendig ist. Und wenn es eine Unterstützung für mich nicht gibt, dass ich einen Löffel normal halten kann, dann ist das ein Problem und dann muss das gelöst werden und eben auch gehackt werden. Und der andere Punkt, der, glaube ich, netzpolitisch noch passender ist, ist die Regulierung, die sich mit dem Right to Repair auseinandersetzt. Das ist ein Recht, das wir alle haben sollten und das eben auch, wie man eben auch mit dem Recht auf Zugang zu einer bestimmten Software oder mit dem Recht auf Bearbeitung einer bestimmten Software genau dieses gleiche Recht auch für alle möglichen Hardware-Sachen haben sollten. Also ob es jetzt darum geht, den eigenen Traktor reparieren zu können als Bauer, was mir aber der Hardwarehersteller oder der Traktorhersteller nicht erlaubt, oder ob es darum geht, den Akku von meinem Telefon wechseln zu können. Das sind alles Sachen, die in diesem Right to Repair behandelt werden und wo es auch eine Resolution gibt vom Europäischen Parlament, die sich dafür ausspricht, aber wo eben bisher immer noch zu wenig passiert und wo auf verschiedensten politischen Ebenen, ob es jetzt in den USA ist, mit einer großen Kampagne, wo sich auch die IFF dran beteiligt, oder eben auf der europäischen Ebene, da gibt es jetzt verschiedene Wahlprüfsteine, zum Beispiel auch für Parlamentarier oder angehende Parlamentarier, die sich bewerben, jetzt im Europaparlament, auch sich für ein Right to Repair auszusprechen, dass Leute eben tatsächlich ihre Geräte aufmachen dürfen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Genau, und das andere Thema ist die Medizinprodukte-Direktive. Viele der Sachen, die wir euch zeigen und die wir auch schon gezeigt haben, fallen unter die Medizinprodukte-Regulierung. Das heißt, es klebt ein Stempel drauf, der sagt, die Kassen dürfen das bezahlen, das hat einen bestimmten Standard, das ist bestimmt sicher und das ist natürlich auch wichtig, weil wenn ich eine bestimmte Behinderung zum Beispiel habe und dann ein Produkt benutze, das dazu führt, dass ich einen Unfall habe, dann möchte ich natürlich auch, dass jemand dazu für Verantwortung gezogen wird. Aber das bedeutet auch, dass diese Geräte, die unter diese Medizinprodukte-Regulierung fallen, teilweise halt einfach sehr teuer sind, wie die Vorlesegeräte, die wir vorhin gesehen haben. Eben Raul hat das mal so schön gesagt, wenn da noch eine Null dran hängt, dann ist es also ein Medizinprodukt und nimm die Null weg, dann ist es also das für den Gaming-Markt zum Beispiel, was zum Beispiel so Eye-Tracking-Projekte angeht. Und genau, man möchte natürlich, dass solche Projekte, solche Produkte sicher sind und deswegen reguliert man diesen Markt, was auch sinnvoll ist. Aber wenn ich jetzt als Maker oder als Hacker jemandem anderen ein Produkt herstelle oder was aus dem Drucker werfe, was nach einer Anleitung aus dem Internet gebaut wurde, dann bin ich halt in einer krassen Grauzone oder sogar in einem Bereich, wo diese Person mich dann einfach auch verklagen kann, wenn sie einen Unfall damit hatte. Und wenn ich dann nicht, dann habe ich halt ein Problem. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auch mit dieser Medizinprodukte-Direktive zu beschäftigen und da einen Weg zu finden, der halt auch für die Leute, die das Zeug dann herstellen, sinnvoll ist.
aber das ist ein Bereich, der einfach so komplex ist, dass wir versucht haben, ihn möglichst niedrig zu halten in diesem Bereich und schauen, ob man dazu nicht nochmal einen eigenen Themenabend machen sollte. Genau. Jetzt kommen wir aber mal zu unseren Beispielen. Wir haben verschiedene Dinge mitgebracht von den Open Lights, die Daniel schon erzählt hat. Und alle die Sachen, die wir mitbringen, sind Sachen, die gemeinsam gebaut wurden von Leuten, die ein bestimmtes Bedürfnis hatten, gemeinsam mit Makern oder teilweise halt Leute einfach für ihre eigenen Bedürfnisse was gebaut haben. Wir fangen an mit einem schönen Video, das die Wach Society gemacht hat. Die Wach Society, eben das FabLab in Amsterdam, die auch Teil des Projekts sind und die in ihren Prototyping-Prozessen, wo sie verschiedenste Teams innerhalb des letzten Jahres zusammengebracht haben, auch schon so ziemlich fertige Produkte sozusagen gebaut haben. Eins davon, ein Thema, wofür vielleicht auch sich einige interessieren, aber worüber man nie offen reden würde, wenn man einen künstlichen Darmausgang hat, dann hat man einen kleinen Beutel, den man mit sich rumträgt. Und irgendwann möchte man den auch wegschmeißen. Und wenn man gerade bei Freunden zu Besuch ist, ist das vielleicht ein bisschen unangenehm, weil diese Dinge haben keinen Deckel. Und darum geht es. My mission is to improve the hygiene experience. For ostomates, I used to have to wear a stoma bag. The main issue is the unpleasant odors which are left behind when you need to trash your stoma bag. And so we try to find a way to eliminate those odors. We thought of several things, and finally we came to the idea of a sealed cap. Collaboration between me and Anna, I found on a personal level very rewarding. For me, it was the first time that I've been so close working together with a patient to work on her solutions. The step we're now actually currently working on is to make it a more sustainable product and biodegradable, so it's also possible to throw it away. That's a process we're now experimenting with different materials. The machines and tools we used for this project were mostly actually the laser cutter. And we worked a lot with molding and silicon. Soon we'll be able to make our own prototypes. You no longer need to be waiting on things to come to the market. You can actually just make your own. Try to find a fab lab and develop your product or your idea. There's professionals that are there to help you, and who knows, you know, you could be helping so many people with your idea. Dann fragt man sich natürlich, warum gab es das vorher noch nicht oder warum war das zumindest in den Niederlanden noch nicht verfügbar. Und so geht es mir ständig, wenn ich von Projekten lese, die Leute gebaut haben, wenn ich schaue, wie das dokumentiert ist, wie viele Dinge, die eigentlich total offensichtlich sind, dass die Leute sie brauchen, noch nicht in der Welt sind oder nur zu einem extrem hohen Preis oder eben extrem hässlich. Genau. Wir haben noch einige andere Projekte mitgebracht, die wunderschön sind, wie zum Beispiel die Exis, die Handprothesen von Hackberry. Das ist sicher eines der prototypischen Projekte, was fast alle schon mal gesehen oder gehört haben, die einfach so eine große Aufmerksamkeit bekommen haben. Und hier hat man halt ein sehr komplexes Projekt, was trotzdem open sourced wurde und was trotzdem nachbaubar ist. Was ja einfach sehr, sehr schön ist, weil man dann eben auch die Materialien an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Oder, keine Ahnung, wenn ich ein Grufti bin, will ich vielleicht eine schwarze Handprothese haben und keine weiße. Und solche Sachen kann man dann halt schön anpassen. Ein sehr
viel einfacheres Projekt ist eine Adaption des Projekts, was Daniel schon gerade genannt hat, von dem Otoscope. Field Ready hat für den Einsatz in Krisengebieten diesen Ohrleuchter, wie nennt man das auf Deutsch, dieses Otoscope nochmal adaptiert, sodass sie es auch nochmal viel einfacher bauen können und dann in den Krisengebieten, wo die hinfahren, einfach nur mit einem Ingenieur und einem 3D-Drucker sozusagen Sachen bauen können für den Einsatz. Dann die nächsten Projekte, Isa? Ja, die Open Lights haben wir auch schon mehrmals gehört, hier sieht man sie. Wurden entwickelt zusammen mit Hanna und noch ein paar anderen Rollstuhlfahrern und auch mit Daniel zum Beispiel. Das sind einfach Rollstuhlbeleuchtungen, die man mit 3D-Drucker, Lasercutter und einem kleinen Trinket und einer LED-Leiste, ein paar Kabeln und so, zusammenbauen kann. Und bei denen war es besonders wichtig, dass jeder selber seine eigenen Lichteffekte programmieren kann und dass die zum Beispiel auch, also wir haben ein Rücklicht und ein Frontlicht, machen wir einen weiter, entwickelt und am allerbeliebtesten unter den Rollstuhlfahrern, wir haben es mittlerweile mit recht vielen gebaut, ist tatsächlich die Unterbodenbeleuchtung, weil das nochmal so einen Special-Effekt hat und man damit dann zum Beispiel auch ganz gern klubben geht. Anderer Entwurf, der auch mit der Gruppe Rollstuhlfahrer entwickelt wurde, eher für den Elektrorollstuhl, ist dieser Anhänger, der Open Trailer, mit dem man Personen oder auch Einkäufe transportieren kann, wenn man einen guten Motor hat und oder wenn man richtig stark ist, funktioniert das auch mit einem Handroller. Genau, ist relativ einfache Verbindung an den Rollstuhl, auch da tatsächlich so ein bisschen knifflig, was die rechtliche Situation angeht, wenn man diesen Rollstuhl angreift. Zeigen wollte ich es vor allem auch nochmal, weil es wirklich aus ganz einfachen Komponenten ist. Also man braucht dafür eine Fräse und ein paar Dinge aus dem Baumarkt. Wenn die Liste gut ist, dann hat man innerhalb von einem halben Tag sich so einen Open Trailer gebaut. In einem Fab Lab, muss man dazu auch noch sagen, vielleicht. Und sieht auch eigentlich ziemlich schön aus, würde ich sagen. Genau, das waren zwei Projekte aus Made for My Wheelchair. Hier sieht man einen Blindenstock für Kinder, auch von Freunden von uns entwickelt, von Anders Sehen e.V., die sitzen im Prenzlauer Berg. Die haben einen Blindenstock für Kinder entwickelt, weil es keinen für sie auf dem Markt gab oder sie den sich nicht verschreiben lassen konnten. Und es ist total wichtig, dass Kinder früh anfangen, sich zu orientieren und sich zurechtfinden lernen. Und die haben kurzerhand einfach gesagt, ja, machen wir halt einen selber und haben herausgefunden, wie es geht und die Anleitung online gestellt und aber auch angefangen, die zu vertreiben, also dass man sich welche bestellen kann. Genau. Das ist auch noch ein total schönes Projekt von unseren Partnern aus Mailand, von Open Dot und Together to Go zusammen entwickelt. Lorenzo's Bike. Lorenzo ist ein kleiner Junge, der eine Nervenkrankheit hat und sich sehnlichst ein Fahrrad wünschte, seit er 4 war und das sehr hartnäckig tat. Seine Eltern haben dann das Fab Lab in Mailand gefunden und Together to Go, wahrscheinlich zuerst Together to Go, und zusammen mit denen ein Fahrrad entwickelt, was auch mit einer Fräse herzustellen ist aus Plywood und wo wir jetzt das bei der Wach Society inzwischen auch nachgebaut und auf Anpassbarkeit überprüft haben. Das klappt sehr gut, weil die das wahnsinnig gut dokumentiert haben. Gerade in so diesem Krankheitsbild von Lorenzo hat man sehr unterschiedliche körperliche Einschränkungen und die Form, die für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen vielleicht schon wieder überhaupt nicht. Und das hat sehr gut funktioniert, das zu adaptieren. Ja, zwei andere Kinder wurden mittlerweile schon damit glücklich gemacht, ne? Genau, wir haben noch ganz, ganz viele mehr Beispiele gesammelt, auch in einer Publikation, die das FabLab Berlin-Team zusammengestellt hat, die wir gerne mit weiteren Interessierten teilen. Und wir sammeln sehr, sehr viel mehr Projekte mit dem Anspruch, hoffentlich irgendwann alle gefunden zu haben, alle 100.000 auf der Welt, von den 75 Open-Hardware-Plattformen, die es so gibt, um auch wirklich Leuten, die einen bestimmten
ja, irgendwas suchen, was im Gesundheitsbereich angesiedelt ist, die Möglichkeit zu geben, nicht auf allen 75 Plattformen suchen zu müssen, weil auch Suchmaschinen unserer Wahl funktionieren dann nicht so oft und nicht so gut. Genau, wir wollten noch zwei, drei Sachen zeigen, die eher so Work in Progress sind. Und zwar ist das eine auch wieder von der Wach Society. Ich nenne ihn gerne den Yeti Lightsaber White Cane. Also ein selbstleuchtender Blindenlangstock, weil auch wenn man blind nachts durch die Gegend läuft mit dem Langstock, hat man oft das Problem, dass Leute vielleicht über den Stock fallen oder anderweitig einen nicht sehen. Und das Team hat sich die Aufgabe gestellt, diesen Jedi-Stock zu bauen. Und mittlerweile sind sie in einem Stadium, wo sie anfangen, tatsächlich auch ein Kit zusammenzustellen, weil viele der Komponenten sind zu komplex. Man will das möglichst leicht haben natürlich auch. Man will das möglichst in einer Art haben, dass schon sehr viel vorbereitet ist, um es dann zusammenzubauen können. Und dementsprechend bieten sie das dann hoffentlich in Zukunft auch an, dass andere Leute das bei ihnen bestellen können und dann zusammenbauen können. Ein anderes Projekt, sehr viel weniger komplex und zeigt sozusagen das andere die andere Seite des Spektrums, ist von Hear How You Like to Hear von Peggy, die sicher ganz, ganz viele von euch auch kennen. Ein Projekt, wo man hinten am Auto sitzt, wenn man ein Hörgerät benutzt, die den externen Lautsprecher sozusagen hinstellen kann, um viel besser freihändig telefonieren zu können. Weil oft sind Hörgeräte oder fast immer sind Hörgeräte so, dass sie das von hinten kommende Geräusch viel besser darstellen und man hat natürlich die Geräusche von vorne vom Auto, die interferieren extrem, wenn das Handy einfach vorne steht und von vorne Sound abspielt. Und so kann sie viel besser telefonieren im Auto und Musik hören oder was auch immer, was man so machen möchte. Und das ist halt extrem simpel ausgedruckt. Man kann dann den Lautsprecher da reinstecken. Sehr, sehr schön. Vielleicht auch kurz noch dazu. Dieses Projekt von Peggy ist übrigens sehr viel größer als dieses kleine Produkt. Also wenn ihr auf den Link geht oder sie mal sprecht, also sie ist eigentlich dabei, wirklich offene Hörgeräte zu entwickeln, Benutzeroberflächen und noch vieles mehr. Und das ist aber ein kleines, schönes, schnelles Produkt, was in so einem Ideation-Hackathon entstanden ist und innerhalb von ein paar Stunden man dann auch eigentlich hätte hochstellen können. Aber wir haben es eben gesucht und deshalb nicht direkt gefunden. Und deshalb ist es jetzt in Work in Progress und wir werden Peggy da nochmal drauf hinweisen. Genau, aber ein tolles Projekt insgesamt und da könnte man noch viel tiefer eintauchen. Ich wollte euch jetzt noch von einem anderen Work in Progress vorstellen, der Open Health Academy, wo tatsächlich auch Daniel und Chong dabei hier sind, gerade mit denen wir das zusammen auf die Beine gestellt haben und auch einer von unseren Case Providern. Die Open Health Academy haben wir zusammen mit der School of Design Thinking auf die Beine gestellt und auch dem Projekt Match My Maker, was auch ein Online-Tool generieren möchte, um Maker und Menschen mit Beeinträchtigung zusammenzubringen. Und das ist ein Format, was wie ein langer Hackathon funktioniert oder drei Einzelne, die aufeinander aufbauen in Sprints. Da geht es auch um Co-Creation, um Design Thinking, Rapid Prototyping und man bekommt ein Zertifikat am Ende beziehungsweise Credit Points von der Uni. Und ihr könnt euch mal überlegen, falls von euch Leute Cases haben, wir suchen wieder neue. Es gibt dabei drei Phasen, wo man halt erstmal mit dem Nutzer zusammen arbeitet und richtig versteht, worum es eigentlich geht. Also was ist das Problem, was gelöst werden soll und was für verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt es da. Dann gibt es einen Teil über das Prototypen und letztendlich geht es aber auch ganz viel darum, die Sachen verfügbar zu machen. Und hier ist jetzt ein Beispiel von den Projekten, die wir da bearbeitet haben. Das ist das Helpers Helper Team, das man hier sieht, das mit Laura ganz links an den Start gegangen ist in dieser Academy. Die haben einen Dummy gebaut, um Magensonden-Buttons auszuwechseln. Das sieht man auf dem anderen Foto. Die Laura wird über so einen künstlichen Ernährungsschlauch
ernährt und der muss alle paar Monate gewechselt werden und es ist sehr kompliziert, es ist gar nicht kompliziert, aber alle Leute stellen es sich irgendwie schwierig vor. Und dafür wurde einfach ein Dummy entwickelt oder in zwei Varianten, einen, den man wirklich zu Hause easy peasy machen kann und der andere, wo man sich noch eine Form 3D drucken muss. Das ist ganz schön zu sehen, was jetzt gerade so mit dem Team passiert. Die kriegen Anfragen von verschiedensten Leuten, die solche Dummies auch benutzen möchten, weil sie das Problem auch haben. Und das geht dann dabei irgendwie auch nicht nur um das Produkt, sondern auch um diese Wertschätzung und dieses zusammen was geschafft haben. Wo man merkt, dass irgendwie Laura jetzt irgendwie total aufblüht gerade und irgendwie anfängt an Startups zu denken und Business-Konzepte zu wälzen. Genau, ein zweites Beispiel ist das Vorlesegerät für Rosemarie, die Oma von Kai, die ihr Augenlicht verliert und Schwierigkeiten dabei hat, ihre Post zu lesen. Und vor allem bei Behördenbriefen ist es manchmal richtig wichtig. Und dafür wurde ein Gerät entwickelt oder optimiert, was einem diese Briefe vorliest. Und dieses Gerät ist ja jetzt nicht total die neue Innovation, weil es gibt schon solche Geräte, aber das kostet in den Komponenten, die man dafür braucht, 250 Euro. Und man kann es bald nachbauen. Also auch ein cooles Beispiel, finde ich, aus dem Work in Progress. Genau, die nächste Hackademy wird im August stattfinden und wahrscheinlich zwischen dem 16. und dem 1. August. Wir freuen uns, wenn ihr das weiter verbreitet oder euch auch selber anmeldet dafür. Und wir freuen uns auch über Cases, also Dinge, die ihr gelöst wissen wollt oder die andere Menschen in eurem Umfeld gelöst wissen möchten, können dort verhandelt werden und bearbeitet und ganz konkret entwickelt. Ja. Ja, cool. Hat jemand noch eine Frage? Okay. Ansonsten sind die ja hier, also kann man wahrscheinlich nach dem Talk noch ansprechen. Gut, dann würden